Servus, ich präsentiere euch heute unser Hofbräuhaus Hell. Das Hofbräuhaus Hell ist ein untergärig eingebrautes deutsches Lagerbier, genauer gesagt ein Münchner Hell, welches nach dem bayerischen Reinheitsgebot mit Wasser, Gerstenmalz und Hopfen gebraut wird. Münchner Helles ist im Übrigen eine in der EU eingetragene, geschützte Herkunftsbezeichnung, die nur Brauereien vorbehalten ist, die im Stadtgebiet Münchens brauen. Das Hofbräuhaus ist im Übrigen nur eine von zwei Münchner Brauereien, die nicht in der Hand von Großkonzernen sind. Unser Hofbräuhaus Hell wurde 2016 anlässlich des 500-jährigen Jubiläums des Bayerischen Reinheitsgebotes in der für das Helle typischen Euroflasche eingeführt. Den Kronenkorken ziert die Schutzmarke, das Logo HB mit Krone, welche als älteste deutsche Biermarke 1879 beim Kaiserlichen Patentamt eingetragen wurde. Die Schutzmarke ist im Übrigen auch auf den sortenspezifischen blauen und weißen 20er Mehrwegkästen abgebildet. Unser Hofbräuhaus Hell kommt mit einem Stammwürzegehalt von 11,7 Grad Plato sowie einem Alkoholgehalt von 5,1% daher. Innerhalb des Bierstil Helles, welches ohnehin schon sehr mild gehopft ist, liegt Hofbräuhaus Hell mit 19 IBUs im Mittelfeld der Skala. Wir verwenden für unser Hofbräuhaus Hell die einheimischen Hopfensorten Magnum, Perle und Select sowie 100% Pilsener Malz. Strohgelb fließt das Bier aus der Flasche ins Glas. Das Bier ist glanzfein filtriert. Der Schaum ist feinporig, schneeweiß, anhaltend, stabil, einfach sehr schön. Auf der Zunge ist das Helle vollmundig und malzig mit einer angenehmen Hopfenbittere. Leichte, strohige und grasige Noten sind dabei erkennbar. In der Nase bilden sich liebliche, malzsüßliche Aromen und Noten frischer Zitrone. Es ist spritzig, weich und harmonisch ausklingend. Unser Helles hat einen süffigen Abgang mit einer leicht nachhängenden Hopfenaromatik. Alles in allem ist unser Hofbräuhaus Hell ein unverwechselbares Helles, welches hervorragend zu kalten Platten, Canapés, Eintopfgerichten, milden Käsesorten und Nusskuchen passt. Üblicherweise trinkt man unser Helles aus dem dazu passenden Glas. Aber ich bevorzuge es, aus der Flasche zu trinken. Und damit Prost!